Ja, schmeckt das gut. Der Reestis-Baron Philip Dighton Leire Montserrat befindet sich in einer Bar, welche seine gute Unterstützerin Hilma einst nur für ihn erbauen ließ. Aber warum läuft denn alles falsch? Nicht nur, dass mein Plan nicht aufgeht, nein. Ich habe auch noch das Gefühl, dass die Dorfbewohner angefangen haben, mich zu verachten. Und das nur, weil die Getreideproduktion gerade nicht so gut läuft. Mein Gott, dann produziert halt mehr. Nur Schwachköpfe. Alles Idioten. Wenn sie die Produktion auf wertvollere Güter konzentrieren, wird der Umsatz enorm steigern. Das ist doch gesunder Menschenverstand. Ich hasse solche Leute. Wie wäre es, wenn ich Hilma frage, wie ich diese Dummköpfe bestrafen soll? Wenn ich das mache, werden sie bestimmt wieder hart für mich arbeiten. Ich muss noch untersuchen, ob sie sich gegen mich verschwören. Nein, warte. Wenn es so einfach ist, Strafen auszuteilen, wäre es doch in Ordnung, wenn ich es einfach selbst anordne. Ja, das muss Hilma überhaupt nicht erzählt werden. Wenn ich ihr am Ende einen weiteren Gefallen schulden würde, wäre das ohnehin nicht gut. Hilma ist schon eine Weile gut zu mir. Es ist an der Zeit, dass ich ihre Großzügigkeit zurückzahle. Aber wie kann ich es ihr am besten zurückzahlen? Für einen schon sehr bald großen Adligen wie Philip, dessen Schulden einer Bürgerin wie Hilma geschuldet sind, war dies eine leicht ausnutzbare Situation. Es wäre ein unglaublich großes Hindernis und ein Problem, wenn er sich von Hilma aufgrund ihrer Großzügigkeit etwas sagen lassen würde. Sollte das jemals passieren, könnte Hilma immer die Dinge auf ihre Art machen und Philip zum Schweigen bringen. Wenn sich Philip an die Vereinbarung zurückerinnert, müsste er sie theoretisch in Gold auszahlen, das aus der Steuerkasse seines eigenen Landes gesammelt wird. Aber im Moment ist das leider nicht möglich, da das Gold eher knapp ist. Also, was konnte er tun, um sowohl seine Brillanz zu demonstrieren, Hilma es zurückzuzahlen, als auch die Macht der neu gebildeten Fraktion zu nutzen? Obwohl die Zahl der Menschen, die die Idee unterstützten, dass Philip der Führer der Fraktion sein soll, stetig zunahm, hatte er nicht die Unterstützung der gesamten Adligen. Philip dachte nach. Als Mann zum Mut zum Experimentieren sowie zum Innovatieren passte Philip perfekt zur Rolle des Führers dieser Fraktion. Von seinen irritierten Gefühlen geblendet, bemerkte Philip nicht, dass sein Becher wieder leer geworden ist. Hallo? Noch mehr Alkohol! Ja, sofort, mein Herr! Eine Maid kam gerade am Flur vorbei, also rief er einfach seinen Befehl. Oh, hey, Baron Monserrat. Sie sehen bedrückt aus. Oh, Baron Delvin und Baron Rockerson. Zwei Adlige betraten die Bar, der eine mit sehr kleiner und der andere mit einer eher dickeren Figur. Sind diese Plätze noch frei? Oh, bitte, nehmen Sie Platz. Die Maid schien ihren Eintritt bemerkt zu haben, deshalb brachte sie allen etwas Alkohol. Hier, meine Herren. Prost, meine Freunde. Oh. Sind Sie beide auch hier, nur um etwas zu trinken? Ja, wir waren nur wegen eines Getränks hier und waren angenehm überrascht, dass Sie, Baron Monserrat, auch hier waren. Also kamen wir rüber, um unseren Respekt zu erweisen. Es ist haargenau so, wie Sie sagen, werter Baron. Was für ein Unsinn. Sind wir nicht gleich? Genossen, die sich gegenseitig unterstützen? Oh, ich wusste nicht, dass jemand so Großartiges wie Sie Menschen wie uns als gleichwertig ansieht. Das freut uns sehr. Hier, wenn Sie wollen, probieren Sie. Vielen Dank, Baron Rockerson. Der Mann am anderen Ende präsentierte hastig die Vorspeisen. Wir sind doch keine Fremden, Baron Monserrat. Nennen Sie mich gerne Wayne und ihn Igor. Dann nennen Sie mich bitte Philip. Aber wie auch immer. Philip, was hat Sie denn gestört? Sie sahen eben gerade noch ziemlich beunruhigt aus. Ach das, ja. Ich ärgere mich nur wieder über diese Idioten, die man Bauern nennt und die auf meinem Land leben. Verstehe ich vollkommen. Es ist nur verständlich, dass jemand so scharfsinniges wie Philip über die wütend ist, die ihre Gedanken nicht einmal verstehen. Gewöhnliche Menschen wie wir sind nicht auf dem gleichen Niveau wie sie. Philip war berührt von ihrer Zustimmung. Sie waren Adlige, genau wie er, also war es nur natürlich, dass sie die Probleme voneinander verstehen würden. Hey, sieht so aus, als hätten wir kein Bier mehr. Was machst du, altes Waschweib, denn? Bring uns sofort mehr! Die gerufene Maid brachte sofort etwas Bier direkt zu Philip. Er hob seinen Becher, der jetzt bis zum Rand mit Bier gefüllt ist. Prost! Zum Wohl! Ja. Philip, haben Sie gehört, dass das Hexerkönigreich eine große Lieferung Getreide durch das Königreich zum Heiligen Land bringen will? Was? Dann müssen Sie ja zuerst das Getreide hier in Reestis lagern und das würde mein Getreide wieder im Wert sinken lassen. Hä? Warte mal, warum denn? Ich dachte, die Händler importieren das Getreide von den Untoten, um es hier zu lagern und zu verkaufen.
Das Hexerkönigreich mietet die Lagerhäuser für ihr Getreide. Sie sammeln es dann da, bis es zum Transport bereit ist. Aber die Händler der Lagerhäuser dürfen einen gewissen Anteil vom Getreide weiterverkaufen. Das Geld bekommt dann zum Teil das Hexerkönigreich. Verrottet das Getreide nicht schnell? Sie haben Magie, um es frisch zu halten. Laut Aussagen kann man damit selbst Fleisch für mehrere Jahre konservieren. Oder war das ein Gegenstand, der das macht? Keine Ahnung. Und wie machen die das alles? Die haben ja nur eine einzige Stadt, können aber trotzdem so viel produzieren und sogar Nahrungsmittelhilfe leisten? Sie nutzen Untote und sehr viel Magie. Frechheit! Das ist Betrug! Das ist nicht mal eine richtige Arbeit. Das ist Sklaverei mit zusätzlichen Stufen. In dem Moment hatte Philipp geradezu einen Geistesblitz. Das Eigentum eines fremden Landes mit Gewalt zu übernehmen, war nach gesundem Menschenverstand äußerst gefährlich. Auch ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen, hatte Philipp in diesem Moment einfach nicht die militärische Kraft dazu. Aber das Königreich von Raestis soll in seinen Augen das Hexerreich als einen Feind ansehen. Immerhin wurde im Krieg ein erheblicher Teil der eigenen Bevölkerung getötet. Und wenn das dann doch der Fall ist, also dass Raestis das Hexerreich verachtet, wäre es dann nicht ein brillanter Schachzug, von seinem Feind direkt zu stehlen? Auf diese Weise würde Philipp die Unterstützung der Bourgeoisie des Königreichs bekommen und vielleicht würde er sogar befördert werden. Das ist ja, als würde man drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ein Plan, der so perfekt ist, dass er nicht verbessert werden kann. Aber wie werde ich ihnen das Getreide rauben? Soll ich es mit Hilmar besprechen und Söldner einstellen? Nein, das ist nicht gut. Söldner haben keinen Ehrwert. Nur Idioten würden eine Spur hinterlassen, die auf sie zurückführt. Trotzdem wäre es immer noch gefährlich, direkt in die Gebiete des Hexerreichs einzumarschieren. Moment mal, meinte der Baron nicht, dass es eine Lieferung direkt durch das Königreich zum Heiligen Land gäbe? Gentlemen, ich habe eine Sache, die ich mit euch besprechen möchte. Philipp ging auf die beiden Baronen zu und begann stolz von seinem tadellosen Plan zu erzählen. Einige Tage später. Nach mehreren Stunden Fahrt hat auch endlich der Baron Philipp sein Ziel erreicht. Er hatte seine Soldaten schon am Vortag bereits losgeschickt. Laut einem seiner Bediensteten wurde die Karawane des Hexerkönigreiches genau diesen Ort passieren. Philipp war zu Pferd und sah auf seine aufgereihten Soldaten herab. Sie waren Soldaten oder besser gesagt Dorfbewohner, die unter seinem Kommando standen. Insgesamt wurden rund 50 zusammengesammelt. Herr, können wir die tatsächlich besiegen? Philipp wollte etwas zu seiner Waffe sagen, aber die Schaufel war wahrscheinlich das Ergebnis seines Befehls, sie ihre eigenen Waffen mitbringen zu lassen. Ehrlich gesagt, als er sah, dass einige der Dorfbewohner nicht einmal Stöcke hatten, bereitete es Philipp Kopfschmerzen. Es wird gut laufen. Dies ist ein Schritt, um das Königreich zu retten. Herr? Wir verstehen nicht ganz. Das gesamte Königreich? Ich sagte doch schon, es wird keine Probleme geben. Seid ihr alle taub oder was? Nein. Nein, sind wir nicht. Psst, da kommt jemand. Die beiden Kutscher blieben in der Ferne stehen und winkten ihm zu. Baron, wie laufen Ihre Vorbereitungen? Muss ich jetzt nach vorne oder so? Philipp ging auf sie zu. Nur ihr zwei? Okay, was ist mit euren Männern? Wir haben sie schon vorbereitet, sie warten. Genau. Unsere Soldaten werden euch flankieren und die Kranflügelformation bilden. Ah, die Kranflügelformation. Natürlich, natürlich. Warte mal, ihr zwei habt mir noch nichts über die Größe eurer Streitmacht erzählt. Wie viele Männer habt ihr mitgebracht? Jeweils 75. Wenn wir so viel Personal haben, ist es für uns nicht sinnvoll, alle gleichzeitig anzugreifen? Immerhin haben wir hier rund 200 Männer. Trotzdem ist es am besten, auf Nummer sicher zu gehen. Alles wäre umsonst, wenn Philipp im Kampf getötet wird. Ihre wiederholten Warnungen ärgerten Philipp sehr, aber er verstand, warum sie warnten. Wenn ein General getötet würde, wäre der Kampf sofort vorbei. Das war nur gesunder Menschenverstand. Scheiße, bin ich nervös. Ich habe noch nie so viele Truppen angeführt. Sie sehen bedrückt aus. Nein, ich habe nur versucht, die feurige Leidenschaft, genau, für diesen Kampf in meinem Herzen zu mildern. Ich verstehe das. Wo würdet ihr denn gerne auf die Karawane warten, Philipp? Philipp warf einen Blick nach links und rechts. Das Gras neben der Straße war geordnet, also war da kein Platz zum Verstecken. Sein Blick wanderte in Richtung Grün. Wir werden den Hinterhalt in dem Wald da aufbauen. Ich kenne einen geeigneten Ort.
Es gibt ein kleines Waldstück, wo Zweige und Unkraut bereits beseitigt wurden. Dann können wir uns sogar zu Pferd zurückziehen, falls nötig. So ein Ort existiert? Ja, als sie entschieden haben, den Hinterhalt in dieser Gegend zu machen, wussten wir, dass so etwas notwendig sein würde. Also haben wir uns die Zeit genommen, alles herzurichten. Dann sollte ich euch dankbar sein. Unsinn. Nichts zu danken, mein Freund. Sie alle gingen zu der Stelle im Wald, von denen sie erzählten. Es sollte kein Problem für die Pferde geben, zu galoppieren, wenn sich das Gelände in diesem Zustand befindet. Als er seine Diskussion mit den beiden beendet hatte, ging Philipp zu seinen Soldaten zurück. Entschuldigt die Verzögerung. Milord, wer war dieser Mann mit der Maske? Sein Aussehen schreit förmlich nach Bandit. Das ist ja unerhört. Dieser Mann ist offensichtlich ein geschätzter Adeliger des Königreichs. Apropos, erwähne das mit der Maske ja nicht. Es ist nicht so, dass sich jeder Adelige eine Ganzkörperpanzerung leisten könnte, wie meine erhabene Wenigkeit. Während der Schlacht auf dem Katzefeld verloren die Familien, die ihre Nachfolger verloren haben, auch ziemlich viele Erbstückwaffen und Rüstungen. Philipps Familie zum Beispiel befand sich in genau so einer Situation. Okay, wir warten, bis die Karawane ankommt. Dann greifen wir sofort an. Verstanden? Ja, verstanden. Damit sie sich zu hervorragenden Soldaten entwickeln können, müssen sie sich auf die unmittelbarsten Probleme konzentrieren. Als Philipp über diese Gedanken nachdachte, saß er auf dem Boden, als würde sein Körper dem Wunsch nach Ruhe nachgeben. Im Königreich Reestis existiert noch immer ein gewisses Verbrechersyndikat. Innerhalb von dem Syndikat gibt es insgesamt 8 Abteilungen. Eine davon war die sogenannte Schmuggelabteilung. Christopher Olsen, ein Mitglied dieser Abteilung, hatte im öffentlichen Leben das Gesicht eines ehrlichen Kaufmanns. Seine Worte hatten also Gewicht auf dem Handelsmarkt. Als solcher hatte er die Erfahrung aus erster Hand gemacht, dass seine Lager während der Yaldabaoth-Krise geplündert wurden. Sein Unternehmen hatte erhebliche Verluste, aber es bedeutete trotzdem nicht das Ende. Dennoch war jetzt eine beträchtliche Zeit erforderlich, um diese Verluste wieder gut zu machen, und er hielt es für notwendig, einen Teil der Mittel von den 8 Fingern auszuleihen. Unter gegebenen Umständen könnte das zu noch größeren Verlusten führen, aber solange er die Bälle flach hält und keine unnötigen Risiken eingeht, sollte eigentlich nichts passieren. Treffen mit den Anführern der übrigen Abteilungen hätte nicht möglich sein sollen. Trotz alledem lernte er die Spitze der Organisation kennen. Getreidetransport vom Hexerkönigreich, was? Hast du was gesagt? Derjenige, der auf seine Frage reagierte, war der Anführer der Söldnerabteilung. Er ist anders als Christopher, der Mitte 40 war und eine dicke Fettschicht angesammelt hat. Der Mann war jung, spargeldünn und anscheinend erst in den 20ern. Dieser Mann ist derjenige, welcher für den Schutz der Getreidekarawanen des Hexerkönigreiches verantwortlich ist. Das Sicherheitspersonal für diese Ladung bestand aus insgesamt 24 vertrauenswürdigen Personen, die alle bei den 8 Fingern beschäftigt sind. Obwohl sie alle Mitglieder derselben Abteilung sind, berechneten sie für ihren Dienst immer noch höhere Gebühren als Söldner ähnlichen Niveaus. Dennoch war es ein direkter Befehl der Höchsten aus dieser Organisation, diese Männer einzusetzen. Es wäre mehr als nur großartig, wenn er einen aus der Sicherheitsabteilung ausleihen könnte. Einen Mitglied der 6 Arme, die mit Abstand stärksten der 8 Finger. Unnötig zu erwähnen, dass dieser Wunsch niemals in Erfüllung gehen kann. Es wird behauptet, dass alle 6 Arme, einschließlich von Zero, kurz vor dem von Yaldabaoth verursachten Unglück in einem Konflikt mit der königlichen Familie getötet wurden. Glaubwürdige Informationen führten ihre Niederlage auf Brein Ungloss zurück, einen Krieger, der jetzt unter der goldenen Prinzessin dient. Interne Konflikte waren in der Vergangenheit gar nicht so unüblich. Im Moment waren die Höheren jedoch so kooperativ miteinander, dass es schon fast unnatürlich erscheint. Infolgedessen war das Geschäft gewachsen und auch die illegalen Gewinne aus jedem Unternehmen nahmen stetig zu. Die nächste Mission von Christopher ist es, eine Karawane aus dem Hexerkönigreich ins Heilige Land zu bringen. Du scheinst entspannt zu sein. Glaubst du nicht, dass uns jemand angreifen könnte? Nee. Ich hab dieses stechende Gefühl nicht, also kein Problem. Ich vertraue mal auf dein Gefühl. Sieh mal, wir führen die Flagge des Hexerreichs. Nur dämliche Dorfbewohner oder Idioten würden es wagen, uns anzugreifen. Ja, das macht Sinn, danke. Ich bin aber neugierig. Mit welchem Adligen ist es am riskantesten, ein Tänzchen zu wagen? Zum Beispiel die berühmten wie Raven, der Hochadel. Aber wir werden doch von einem Syndikat unterstützt. Meinst du wirklich, wir hätten keine Chance? Wenn ich mit dir in Schwierigkeiten gerate, werden mich die Großen definitiv aus dem Weg räumen. Und dich werden die wahrscheinlich auch wegsäubern, ne? Ja, scheint so. Aber komm, bereite dich vor. Morgen geht die Lieferung raus. Die Lieferung ist nun schon seit einiger Zeit auf dem Weg.
Die Karawane würde sich bald einem Wald nähern. Es war gegen Mittag. Sie mussten nur durch diesen Wald gehen und konnten dann, wie geplant, eine Pause machen. Entschuldigung, aber ich habe einen Job zu erledigen. Wir müssen weiter. Sorry, Chef, aber der Typ hier sagt, es gibt viele Bauern oder so, die sich im Wald verstecken. Keine Banditen? Echt jetzt? Normale Leute? Woher weißt du das? Erstens ihre Ausrüstung. Sie sind weder gepanzert noch gut bewaffnet. Viele von ihnen benutzen Haken als Waffen. Warte, Holzhacken oder Metallhacken? Konnten wir nicht genau sehen. Entschuldigen Sie, aber kann ich etwas sagen? Solange die sich sinnvoll beteiligen, gerne. Zuallererst ist dieser Wald gut gepflegt. Also ein Wald, in dem die Leute ihre Schweine fressen lassen oder so. Kann es nicht sein, dass sie aus landwirtschaftlichen Gründen hier sind? Wenn das der Fall ist und wir sie zerstreuen, nur um zu passieren, könnte es so aussehen, als würden wir versuchen, ihre Schweine zu klauen. Wir führen auch die Flagge des Hexerreiches. Wenn ein Gerücht in Umlauf gebracht wird, dass das Hexerkönigreich Schweine stiehlt, wäre es tödlich, wenn sie herausfinden, warum es das Gerücht gibt. Wie viele sind es denn circa? Geschätzt, vielleicht 50 Mann. Recht viele für nur einfache Bauern, oder? Vielleicht sind sie hier, um mehr Bäume zu pflanzen. Deshalb die Haken. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Köder ist und mehr Soldaten irgendwo warten? Sollen wir die Umgebung erkunden? Ja, besser ist es. Der Speer nickt und rannte hinaus und nach ungefähr 10 Minuten kehrte er zurück und berichtet, dass außer diesen 50 nicht mehr Metall zu warten scheinen. Anschließend kamen sie zu dem Entschluss, dass sie für landwirtschaftliche Arbeiten da sein müssten und setzten deshalb ihren Weg fort. Chef? Kann ich Sie bitten, für eine Sekunde herauszukommen? Die Dorfbewohner haben uns den Weg versperrt. Du hast ihn gehört. Komm, lass uns gehen. Hey Christopher, ziemlich seltsam, oder? Welcher Schwachkopf schlägt dann bei einem Hinterhalt vor, Soldaten auf der Straße zu sammeln. Kein Kommandant wäre dumm genug, einen solchen Fehler zu machen. Christopher starrte nur die Dorfbewohner an. Er antwortete nicht. Ich bin nur ein einfacher Händler, der einen Transportvertrag angenommen hat. Wenn Sie unterwegs sind, um einen Adligen oder was auch immer zu dienen, wollen wir nichts damit zu tun haben. Bitte räumen Sie die Straße, sonst sind wir gezwungen, im Namen der Selbstverteidigung Waffen gegen Sie zu erheben. Ein Mann erschien aus dem Wald, als er gerade anfangen wollte, mit den Dorfbewohnern zu reden. Leider kann ich Sie im Namen der Zukunft des Königreichs Reistis nicht passieren lassen. Ach so, es sieht so aus, als hätte es ein Missverständnis gegeben. Wir transportieren nur die Nahrungsmittelhilfe des Hexerkönigreiches zum Heiligen Land. Deshalb bin ich hier. Christopher sieht sich diesen Mann ganz genau an. Er hat eine beeindruckende Rüstung, aber einen Helm, wo man das Gesicht klar erkennen kann. Kein Trottel oder Dorfdepp auf dieser Welt wäre so selten dämlich, einen Überfall zu planen und dann eine Rüstung zu tragen, wo man so offensichtlich sein Gesicht sieht. Warte mal, dieser Typ sieht doch aus wie dieser eine Adlige. Wie hieß der? Baron Montserrat oder so? Nein, halt, es gibt doch Illusionsmagie. Wahrscheinlich wollen sie, dass wir denken, dass es dieser Adlige ist. Gerade denkt er darüber nach, wie er am besten mit diesem Feind umgehen soll. Diese angeblichen Adligen zu töten, wäre die mit Abstand schlechteste Option, sonst könnte alles noch auf ihn zurückkommen und am Ende rollt noch sein eigener Kopf. Verlasst die Ladung und euch wird nichts geschehen. Ist das ein Versprechen? Gebt ihr mir euer Wort? Natürlich. Ich habe nicht vor, den Kaufleuten meines eigenen Landes Schaden zuzufügen. Christopher und der Anführer der Söldnerabteilung der Achtfinger zögerten ein bisschen. Sie wollten auf keinen Fall Probleme mit der Krone bekommen. Dazu kommt auch noch, dass sie nun eine gute Ausrede haben, sollte das Hexerreich sich bei ihnen melden. Auf diese Weise sparen sie sich definitiv tote Männer, egal was jetzt die Wahrheit ist. Wir akzeptieren. Christopher erlaubte ihnen, das Getreide mitzunehmen, aber er wusste die genaue Menge und was in der Ladung war. Dennoch, Christopher weiß aus tiefstem Herzen, dass es aus dieser Situation für ihn keinen Ausweg geben wird. Für Philipp allerdings gab es zahlreiche Wagen als Kriegsbeute. Er hat einen Blick hineingeworfen. Sie waren alle mit Fässern und Kisten gefüllt, die jeweils bis zum Rand mit Getreide gefüllt sind. Obwohl alle Getreidesorten leicht zu lagern und keineswegs frisch waren, sollten sie für den Verzehr definitiv unbedenklich sein. Trotzdem ist er ein klein wenig enttäuscht, dass es eben nur Essen ist. Philipp wollte irgendetwas als Trophäe mitnehmen, um an seine große Leistung zu erinnern.
Baron Monsterate mustert seine Beute, bis sein Blick irgendwann auf die Flagge des Hexerreichs fällt. Oh, das kann ich als Andenken behalten. Vor Philipp stehen nur die Früchte seiner Arbeit. Und nachdem er den Gedanken beendet hat, ließ er die Flagge fallen und begann darauf rumzustampfen. Sieh dir das an! Ich bin doch kein Nichtsnutz. Im Vergleich zu Bruder, nein, auch im Vergleich zu dir, Vater. Sogar im Vergleich zu allen anderen im Königreich bin ich der Größte. Im gesamten Königreich konnte das niemand vorweisen außer ihm. Philipp hatte erreicht, was kein anderer Mann bisher konnte. 80% dieser Beute soll an Philipp gehen. Die Barone Delvin und Rockerson bekommen dann den Rest. Philipp überblickte erneut die Güterwagen. Das war ein Beweis für seinen Sieg. Eine strahlende Zukunft steht vor ihm. Auf der anderen Seite war das, was jetzt unter Philipps Füßen ruht, die schmutzige Flagge des Hexerkönigreiches, eine Darstellung des möglichen Untergangs von diesem Land. In der Hauptstadt des großen Hexerkönigreiches schreitet derweil der Hexerkönig Einzelgon stolz durch die Straßen von Erantel, seiner Hauptstadt. Momo, der dunkle Held, gibt ihm Geleitschutz, überflüssig zu erwähnen, dass es eigentlich Pandora's Actor ist. Um Momans Aussehen zu entsprechen, war er mit einer kompletten Rüstung und zwei Großschwertern ausgestattet worden, die an seinem Rücken runterhingen. Sein königlicher und irgendwie auch strenger Gang hat ihm sehr viel Lob und Prestige eingebracht. Am Ende schien Pandora's Actors Version von Momon noch heldenhafter zu erscheinen als die Originale von Ainz Ul'Gon. Obwohl es den Anschein erweckt, dass sie keine Leibwachen dabei haben, werden sie eigentlich von Hansos geschützt. Momon, Nabe und Ainz gingen ohne Ziel durch die Straßen, es war nur eine vertraute Übung für alle. Diese Unternehmung dient natürlich mehreren Zwecken. Die wichtigste ist, die Tatsache zu bestätigen, dass Ainz immer noch mit Momon gut zusammenarbeitet, trotz der letzten Events. Daher wäre es nicht angebracht, Naberal von so etwas auszuschließen. Innerhalb des großartigen Hexerkönigreiches leben mittlerweile sehr viele Menschen, Oger, Trolle, Goblins und natürlich viele weitere Rassen in Frieden miteinander. Obwohl das nicht auf eine spezielle Politik von Ainz zurückzuführen ist, war Albedo immer noch stolz auf genau diese Tatsache. Ainz hat mal überlegt, eine Art Veranstaltung oder Event in Erantel abzuhalten, mit dem Hintergedanken, mehr Touristen abzulocken. Was er jedoch nicht bedenkt ist, wie blutdurstig oder unkooperativ diese Welt im Allgemeinen ist. Obwohl eine Gladiatorenarena wie die in Baharut sicherlich nicht schlecht wäre, wollte Ainz etwas völlig Neues, etwas anderes. Wenn eine große Veranstaltung abhält, wo verschiedene Rassen als Team zusammenarbeiten müssen, würde das das Einheitsgefühl definitiv erhöhen. Während Ainz darüber nachdenkt und philosophiert, beobachtet er einen Ork-Ladenbesitzer, der offenbar ernsthaft mit seinen menschlichen Kunden diskutiert. Er war wahrscheinlich Teil der Ork-Stämme, denen er im Heiligen Land begegnet ist. Diese haben vom Evil Lord Wrath verkleidet als Yaldabaoth eine sehr herbe Zerstörung hinterlassen bekommen. Und deshalb fanden sehr viele von ihnen Zuflucht im Hexerkönigreich. Ein sehr großes Problem in der neuen Welt ist der allgegenwärtige Rassismus. Für einen Ork ist es ebenso schwierig, zwischen zwei Menschen zu unterscheiden, wie für einen Menschen zwischen zwei Orks. Aus diesem Grund halten sie sich eher an irgendwelche Merkmale von Menschen, wie Haarlänge, Pupillenfarbe und so weiter. Aber es kommt natürlich immer wieder zu Verwechslungen. Besonders im Geschäftlichen ist das ein großes Problem. Das Hexerkönigreich hat nicht wirklich viele Probleme mit der öffentlichen Ordnung. Sogar die Kriminalrate für Vergehen ist, naja, niedrig. Die Abenteurergilde hat begonnen, Halbmenschen in ihre Reihen aufzunehmen. Ich denke, dass alle in absehbarer Zeit ihr Potenzial entfalten können. Es ist genau wie Sie sagen, Lord Ainz. Albedo scheint diesen Sektor des Landes gut zu verwalten. Dennoch müssen wir unbedingt die Herstellung problematischer Sachen stoppen. Ich bin der Meinung, wir brauchen Spionageeinheiten, die nicht aus Nazareth kommen. Wir haben die Hansos verliehen. Ainz hörte auf zu reden, und einfach so ging das Trio schweigend weiter die Straße entlang. Gelegentlich stießen sie auf Patrouillenteams, bestehend aus Death Knights, Death Warriors, Skelettkriegern, Skelettpriestern und Death Assassins. Obwohl auch sie auf den Straßen gingen, halten sie eine sehr enge Formation aufrecht, wobei die Death Assassins schweigend nach vorne schauen. Nach einigen Minuten erhielt Ainz eine sehr wichtige Nachricht von Entomar. Er soll nach Nazareth zurückkehren. Es ist anscheinend irgendetwas passiert. Mit dem Zaubergate öffnet er ein Tor und ging zum Eingang der großen Gruft. Mit dem Ring teleportierte er sich dann auf die 10. Ebene und ging zu dem Raum, der sein Ziel war.
Die Räume, die in Nasrek entweder wichtig oder besonders sind, werden alle markiert, damit man sich mit diesem Ring direkt zu ihnen teleportieren kann. Das ist jedoch nicht der Fall bei normalen Räumen, die von Anfang an eben auch genauso eingestuft werden. Von daher konnte man sich eben nicht direkt zu ihnen hin teleportieren. Wenn sie noch einige der Yggdrasil-Ersteller-Kits im Sortiment hätten, könnten sie es theoretisch umstellen und dann könnte man sich in jeden Raum frei begeben. Albedo stand vor der Tür und erwartete seine Ankunft. Du hast hart gearbeitet, Albedo. Hab Dank. Ich bin euer Lob nicht wert. Eins betritt den Raum. In diesem Zimmer sind neben Albedo weitere Wächter versammelt. Sheltier, Kokytos, Mare, Aura und Demiurg. Sie alle sind hier versammelt und verneigten sich vor seinem Thron. Hinter diesem hing die Flagge des Hexerkönigreiches Einst Ul'Gon. Nachdem sich eins gesetzt hatte, vertiefte er sich etwas in Gedanken und dachte über sein reales, früheres Leben nach. Da allerdings in diesem Raum niemand sprechen würde, solange er nicht selber gesprochen hat, kam er wieder in die Realität zurück. Meine lieben Wächter, erhebt euch! Albedo, sagt mir den Grund, warum alle hier versammelt sind. Es ist etwas Wichtiges für Nasrek, oder besser gesagt, für unser Land, oder? Jawohl. Einfach ausgedrückt, unser Getreide, das durch das Königreich zum Heiligen Land transportiert werden sollte, wurde vor 4 Tagen geplündert. Und wer ist dafür verantwortlich? Ein Adliger aus dem Königreich Reestis war das, mein Herr. Hatte der für den Transport zuständige Händler keine Soldaten? Außerdem wurde doch unsere Flagge gehisst. Heißt das, dass sie Krieg mit uns wollen? Gibt es etwas, das du mir eventuell sagen möchtest? Ja, Lord Eins. Sicher erinnern Sie sich an unseren Plan, einen idiotischen Adligen einzusetzen, um die Kontrolle über das Königreich zu erlangen. Genau dieser hat etwas damit zu tun. Liegt die Schuld wirklich bei diesen Idioten? Sheltier, wenn ich bitten darf. Sheltier macht einen Knicks, steht auf und ging dann zu der linken Tür. Gleich danach kehrte eine Frau, die von Death Knights auf beiden Seiten festgehalten worden, mit Sheltier zurück in den Raum. Sie war so dünn, dass ihre Knochen sichtbar sind, als ob sie krank wäre, todkrank. Aber dennoch erinnert sich eins, diese Person irgendwo mal in der Vergangenheit gesehen zu haben, aber er konnte sich nicht an wichtige Details erinnern, wie ihren Namen oder Status. Die Frau kniete sich in einer sanften Bewegung nieder. Es war makellos, als ob sie das schon 1000 Mal trainiert hätte. Majestät? Ich erlaube dir, deinen Namen zu nennen. Sprich. Hilma Signois, Majestät. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Absicht des Ungehorsams. Der getreue Überfall hat nichts mit mir zu tun. Bitte glaub mir. Dann wollen wir das mal überprüfen. Domination! Hilma, steckst du hinter dem Überfall? Nein, mein Herr. Hast du generell Intentionen, mich zu hintergehen, Frauenzimmer? Nicht im geringsten, Eure Majestät. Ein schwacher Mensch kann sich nur mit übertriebenem Schutz gegen meinen Zauber zur Wehr setzen. Aber sie hat keine Items auf so einem Niveau dabei. Sie sagt die Wahrheit. Aber Lord Eins, sollten die Fehler eines Untergebenen nicht in der Verantwortung seiner Vorgesetzten liegen? Dieser Transport lag am Ende immer noch in ihrer Verantwortung. Ihr habt absolut recht. Verzeiht, aber er hat diese Maßnahme zufällig und von sich aus ergriffen. Ich hatte ihm mehrmals angewiesen, mich zu kontaktieren, bevor er etwas tut. Ich hatte sogar einen Untergebenen ernannt, der ihm genau aus diesem Grund überwachen sollte. Die Fehler eines Untergebenen liegen in der Verantwortung seines Vorgesetzten. Ich stimme dieser Aussage zu. Aber dieses Sprichwort wurde von einem Leiter gesprochen, der die Last seines Untergebenen tragen wollte. Es war nicht als eine Möglichkeit für Untergebene gedacht, die Schuld auf ihre Vorgesetzten zu verlagern. Albedo, lass mich dir eine Frage stellen. Hilma war für diesen Trottel verantwortlich. Aber wer war für Hilma verantwortlich?
Das liegt dann wohl bei mir, Herr. Korrekt. Und ich bin dein Meister. Das bedeutet, Hilmars Schuld liegt bei mir. Wir würden es niemals wagen. Das ist absolut nicht die Schuld von euch. Ihr seid unfehlbar. Obwohl Hilmars Vorgehensweise fehlerhaft sein mag, hatte sie die Erwartungen erfüllt. Dafür wird ihr vergeben. Wenn zum ersten Mal ein Fehler auftritt, einmal ist kein Mal. Das zweite Mal wäre es das Ergebnis von Nachlässigkeit. Das dritte Mal hätte vermeidbar sein sollen. Das vierte Mal ist das, was auf Inkompetenz schließen lässt. Hilmar, hast du das verstanden? Ja. Das ist meine Entscheidung. Gibt es Einwände? Nun gut. Hilmar, halte dich innerhalb der nächsten 2 Tage bereit. Verstanden. Ich bin dankbar für das barmherzige Urteil meines Herrn. Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen. Bitte erlauben Sie mir, Hilmar Signeus, Ihnen weiterhin loyal zu dienen. Nun, Sheltia, bring Hilmar zurück. Sehr wohl, Lord Eins. Sheltia nahm Hilmar mit, als sie die Funktion ihres Ringes aktivierte. Und nicht allzu lange danach kehrt auch Sheltia zurück. Albedo, das war doch sicher nicht der einzige Grund, warum du mich hierher zitiert hast, oder? Wie immer habt ihr recht, Herr. Warum hat dieser Trottel das gemacht? Manipuliert ihn jemand als Teil eines Tricks? Möglich. Aber abhängig von der Antwort auf diese Fragen müssen wir möglicherweise unsere Pläne gegen das Königreich erheblich überarbeiten. Dafür wäre es schön zu wissen, was ihr Lord Eins über diese Sache denkt. Also schlug ich vor, dass wir um ihre Anwesenheit bitten. Bis jetzt war unsere Strategie beim Königreich Zuckerbrot und Peitsche, nicht wahr? Habt ihr eure Ideen den anderen Wächtern schon erklärt? Demiurg und ich waren dabei, aber wir müssen die spezifischen Details des Plans noch erklären. Ist das so? Dann, Albedo, teilt bitte die Information mit allen hier im Raum. Nur für das bessere Verständnis natürlich. Verstanden. Unsere vorherigen Pläne, langsam das Königreich von innen nach außen verfaulen zu lassen, können wir wohl nicht mehr mit Hilfe von unserer Marionette durchführen. Wir haben detaillierte Untersuchungen zu dieser Angelegenheit durchgeführt. Es ist unbestreitbar, dass dieser Mann der Strippenzieher hinter dem Getreideüberfall ist. Die Möglichkeit, dass er auf andere Weise einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, ist nicht gleich null. Das Einzige, dessen wir uns sicher sein können, ist, dass er das Verbrechen begangen hat. Vielleicht war das ein Trick von jemandem, der uns intelligenztechnisch überlegen ist. Falls ja, besteht die Möglichkeit, dass sie irgendwie seine Handlung ausnutzen oder manipulieren. Albedo hat einen sehr besorgten Gesichtsausdruck und Demiurg ebenfalls. Dass es irgendjemanden geben könnte, der aus heiterem Himmel auftaucht und mit dem Intellekt von Albedo und Demiurg mithalten kann, befindet eins für unmöglich oder zumindest unwahrscheinlich. Fuck, das ist mir zu hoch. Vielleicht hat dieser Adlige gehandelt, ohne darüber nachzudenken. Lord Eins, ich denke wirklich nicht, dass das der Fall ist. Nein, warte eine Sekunde, Albedo. Wir können nur vorbeugende Schritte gegen die Strategien eines Genies unternehmen, aber Lord Eins konnte sogar die vorschnellen Handlungen eines Idioten durchschauen. Es besteht immer die Möglichkeit, dass der Fall eintritt. Aber so dumm zu sein, ist das überhaupt möglich? Sheltier hob die Hand. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz verstehe. Aber selbst wenn dieser Adlige manipuliert wurde, war das überhaupt ein richtiger Angriff auf unser Reich? Wenn ja, können wir das nicht als Grund nutzen, um in das Königreich einzumarschieren? Wir könnten. Vor allem, wenn es wirklich keine Genies hinter dem Angriff gibt. Es ist äußerst schwierig, im Umgang mit der Situation das richtige Gleichgewicht zu finden. Wir haben jetzt Lord Einst überlegene Einsicht erhalten. Dieser Adlige tat das, ohne viel darüber nachzudenken. Aber wenn wir ihn für so etwas so hart bestrafen, wird das Hexerkönigreich von anderen Nationen verurteilt. Eins war noch nie so schockiert gewesen wie in diesem Moment seit seiner Reinkarnation in diese Welt. Was Eins schockierte war, wie sie seinen Wegwerfkommentar über den Adligen als die Wahrheit einfach so akzeptiert hatten. Ich stimme auch Sheltis Urteil zu. Das kommt jetzt zwar alles etwas unerwartet, aber mehr Land für Nazarick bedeutet auch mehr Einfluss. Ich denke,
Wir haben Grund genug, um das Königreich zu bestrafen. Und das sollten wir auch tun. Es geht hier schließlich um meinen Namen und den meiner Kameraden. Zuckerbrot und Peitsche. Die Menschen dieser Welt müssen sich zwischen ihnen entscheiden. Ach, Lord 1, endlich wird es spannend.